So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn Pupsi war einkaufen und Pupsi hat gesagt, sie hat mir da mal was mitgebracht, das würde sie gerne mal probieren und deswegen muss ich das jetzt testen. Die liegt nämlich gerade drüben im Film gucken und hat gesagt, oh, kannst du heute vielleicht mal die Dosen testen? Was Pupsi natürlich nicht wusste oder einberechnet hat, wenn der Ramses natürlich Dosen testet, muss er sich am Ende natürlich immer noch eine Dose 500er Dosenbier reintrinken. Das heißt, die ganze Zeit war ich abstinent und nur wegen Pupsi muss ich heute Bier trinken. Aber um welche Dosen geht's eigentlich? Es geht um Fanta und nicht irgendwelche Fanta, beziehungsweise ja eigentlich doch schon oder auch nicht. Wer kennt das noch? Früher, wenn der Bieronkel kam, bei uns hieß der so, der Bieronkel ist wieder da, auf die Dörfer, riesengroßer LKW, macht die Laderampe auf, ganz viel Limo, Säfte, Mineralien, alles Bier. Und da konnte man einfach im Dorf schön vom Bieronkel immer die Getränke kaufen. Und da gab es so viele verschiedene Sorten von Fanta. Heutzutage, wenn du irgendwo hingehst, sagst du, möchtest gerne eine Fanta. Für die ist Fanta einfach Orangensaft, Orangenlimo. Fanta ist ja eigentlich nur der Begriff. Und dann gibt es Fanta Orange, aber es gab auch Fanta Zitrone, es gab Fanta keine Ahnung. Deswegen Fanta ist ja nur eine Marke. Das ist wie, wenn du ins Restaurant gehst, guckst in die Karte und sagst, ich nehme eine Pizza. Dann sagt er, ja, um welche? Was bei Fanta nicht mehr der Fall ist, denn es gibt so gut wie keine Fanta-Sorten mehr, nur noch Fanta Orange. Jetzt hat Pupsi hier was mitgebracht, das möchte ich euch mal zeigen. Ich weiß auch gar nicht, wo sie es her hat. Das scheint doch alles nicht von hier zu sein, weil überall, oh, guckt euch das mal an, die komplette Fanta-Dosis, Alter, das sind 3, 6, 7 verschiedene Fanta-Getränke, die wollen wir heute alle mal testen, aber überall ist so ein komischer Aufkleber hinten drauf, dass man die überhaupt erstmal testen kann oder trinken kann oder wie auch immer. Wir haben zum Beispiel nämlich hier den, wie soll ich sagen, den Klassiker. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Was steht denn hier drauf? Das ist alles einfach nur aus, bestimmt wieder aus der Tschechei. Keine Ahnung. Fanta Naranja. Fanta Naranja mit Orangengeschmack, mit Zuckersüßungsmitteln. Das ist also eigentlich eine normale Fanta Orange, ne? Mit irgendwas anderem. Dann habt ihr dazu hier die Fanta Zitrone. Aber denkt dran, Vorbedrehtsmack, ne? Also, Fanta Lemon. Nehmt mal einfach so hin, wie es ist. Das hier ist eine Fanta Maracuja, ihr seht, da ist auch wieder 9% Zumo de Maracuja und Sem Adicao de Acuca. Wer das übersetzen kann, schreibt es mal auf. Fanta Maracuja, aber ja, die gab es früher auch. Hier haben wir Fanta Fruit Twist, Made with Fruit Juice und Übersetzung nix. Gut. Also Fruit Twist, guckt man uns auch an, was das ist. Genauso wie hier Fanta Casis. Da wisst ihr ja, dass das hier so Beeren sind. Mit Naturlikie Aroma Savegerum Naturel. Also das ist, das niederländisch? Was machen die da? Dann habt ihr hier noch eine Fanta Strawberry und Kiwi. Also das ist ja eindeutig Kun Naturlikie Aroma. Also mit Erdbeer und Kiwi. Und hier hat er sogar noch Pina Ananas. 7% Zumo de Pina, Zumo de Ananas. Also, wir fanden Ananas. Ach so. Pina ist also auch Ananas. Ananas ist Ananas und Pina ist auch Ananas. Ich dachte, das ist jetzt gemischt, so wie das mit der Erdbeer-Kiwi. Aber egal, damit Pupsi was zu trinken hat und ich mir schnell ein Bier reinschaufeln kann, während sie drüben wartet, wollen wir das jetzt mal probieren? Also als erstes natürlich die Fanta Orange. Wenn da Orange dran steht, müsste das ja Orange sein. Dürfte genauso schmecken wie jede beliebige Fanta mit Katzenhaaren, die man so kennt. Schmeckt aber trotzdem nicht wie normale Fanta Orange. Schmeckt irgendwie viel saftiger und viel süßer.
Schmeckt ja schon fast wie Orangina oder wie das heißt. Was auf jeden Fall auch sehr heftig war. Ich weiß nicht, gut. Die beste Fanta ist immer noch McDonald's Fanta gestreckt mit Eiswürfeln und kaltem Wasser. Dass die eben erfrischender ist und nicht so süß. Finde ich, weiß ich nicht. Passt gar nicht so, habe ich eigentlich besser in Erinnerung. Ist irgendwie richtig heftig süß auf einmal. Dann nochmal Fanta Lemon. Das war damals eigentlich noch fast meine Lieblingsfanta, obwohl ich Zitrone immerhin noch Pfirsich stelle mittlerweile. Aber mal gucken, Fanta Zitrone. Kennt ihr noch Fanta Zitrone? Schreibt mal rein, Fanta Zitrone, wenn ihr die noch kennt. Kennt ihr Fanta Sorten, die wir jetzt nicht hier haben? Oh ja. Da war eine Erinnerung wach. Diese Fanta Zitrone schmeckt genauso wie die Fanta Zitrone, die wir damals immer vom Bieronkel hatten, der mit seinem Bierlaster ins Bierdorf gefahren ist und die ganzen Bierfamilien abgefertigt hat. Als nächstes Maracuja. Warum ist die Dose so dünn, aber dafür lang? Was soll mir das sagen? Also, wir machen auch die Maracuja auf. Gucken mal hier rein bei der Maracuja. Riecht süß, schmeckt. Schmeckt ein bisschen fad und muffig. Da habe ich auch anders in Erinnerung. Das Einzige, was mich jetzt richtig flasht, ist die Fanta Zitrone. Also bis jetzt mein Liebling von den drei Sorten. Aber wir gehen weiter mit Fanta Fruit Twist. Ja? Frucht. Wirbelsturm. Alles auf einmal auf jeden Fall. Jetzt Fanta Fruit Twist. Pass auf. Wie ein altes, ausgelutschtes Traubenzuckerbonbon. So ein wie heißen die? Dextro Energy, ja? Zum Trinken in der Dose. Finde ich aber auch nicht überzeugend. Als nächstes, Fanta Casis, ja? Mit schwarze Johannisbeer. Wir machen es auf, ich bin mal gespannt. Pupsi sagt bestimmt bei jeder Dose, iiih, und dann muss ich das alles trinken. Das ist nämlich gar kein Bierbauch, das ist ein Fanta-Bauch, ich schwöre. Wenn man denkt, dass Zitrone sauer ist, dann probiert mal Casis. Und ihr denkt echt, dass es sowas gibt, ne? Aber es gibt's, Fanta Casis. Die kenne ich nicht von früher. Habe ich nicht in Erinnerung. Es gibt natürlich auch diese blaue Fanta Chocata oder wie auch immer in Flaschen, in Dosen. Die ist jetzt nicht dabei. Dafür haben wir schon mal ein extra Video gemacht. Die beste Fanta der Welt. Heutzutage, genau. Wir probieren jetzt noch die Strawberry und Kiwi, damit wir den kompletten Zuckerschock mitnehmen. Das Schönste ist immer die Dosen aufmachen. Das Trinken ist nicht so schön. Okay, ihr merkt richtig deutlich die Kiwi, ist aber, wenn man Kiwi mag und auf diesen Kiwi-Geschmack steht, zum Trinken so, eigentlich doch angenehm. Und ich würde sagen, das ist auch, ich glaube, das ist die zweitbeste Sorte bis jetzt, weil die einfach nicht so extrem künstlich schmeckt wie die anderen und weil die auch einfach rote Nase, weil die nicht so künstlich schmeckt wie die anderen, weil die trotzdem irgendwie natürlich schmeckt und weil die auch nicht so brechsüß ist. Wir haben aber immer noch einen übrig und das ist nämlich die Sinazuacris Anadidos Semakura. Hui. Ananas. Und Ananas bleibt noch übrig. Ananas werden wir jetzt auch aufmachen. Oh. Einmal Ananas zum Abschied. Das schmeckt auf jeden Fall überhaupt nicht natürlich, wenn ich jetzt so Ananas, eine Dose Ananas-Scheiben habe und trinke dann den Saft, dann ist das ja noch angenehm. Das hat wieder so einen richtig wässrigen, plätschrigen, abgestandenen Trinkgeschmack und dann beim Absetzen kommt so richtig künstliches, extrem
aufdringliches Ananas hinterher, ja? Also wer da drauf steht. Jetzt muss ich mal gucken, wieso ist hier eigentlich das Bild so komisch? Ich glaube, ich war die ganze Zeit zu weit dran. Wir müssen es doch so machen, denn jetzt bin ich zum Glück fertig und erlöst. Aber es fehlt natürlich noch die Dose 5-0er Dosenbier. Und das heißt, die müssen wir auch noch aufmachen. Das hat ein Schepperer getan, oder? Ne? Riecht aber auch heute komisch. Wer weiß, wer da schon wieder reingehat. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Ihr seht das hier, das Schlachtfell, die ganzen Pfanderdosen sind auf. Ich frage mich, wer das jetzt alles trinken soll. Ich werde mir versuchen, die Zitrone an Land zu ziehen. Pupsi soll machen, was sie will. Im Endeffekt lässt sie alles stehen. Und wenn die Mama morgen kommt, kann die Mama von jedem nochmal probieren. Und dann den Rest füllen wir komplett alles in einen Beutel und verlosen den. Und dann können die Leute, die das in den 3 Jahren bekommen, können sich freuen und können gucken, was sie... Weil die können zu wetten, dass sie probieren dann und versuchen rauszuschmecken, welche Fanta-Sorten da alle drin waren. Ist das nicht eine geile Idee? Jetzt aber zum Abschluss das gute 5-0er Dosenbier. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ah!